Jo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Clash of Ben. Ja, was gibt's jetzt Neues zu berichten? Clankrieg. Ich muss mal sagen, wir haben jetzt einen Gegner aus Finnland, das Mutterland des Clashens. Quasi Supercell ist ja in Finnland gegründet worden. Ja, die haben halt ein bisschen andere Bases, muss man auch sagen. Eigentlich keine schlechte Idee. Viel Single Inferno. Also, der zweite hier, der hat auch Single Inferno. Ist nicht so einfach anzugreifen. Ja, aber wir haben es gepackt. Natürlich. Und zwar mit sehr abstrakten Ideen. Also, das hier war mein Gegner. Und ja, auf den ersten Blick, Single Inferno, ja, scheiße, mit Pekka und Golem und so, bräuchte man halt vier Frostzauber. Nicht so geil. Ja, ansonsten, von hier unten angreifen. Ach, nicht so geil, der Weg zum Rathaus ist extrem lang. Von hier oben, ja, extrem schwer. Und dann ist mir aufgefallen, diese Reihe hier. Hier, die ganze Reihe hier rein. Genauso hier auch. Und was ist da nicht geiler, als wenn man mit Hox angreift? Richtig schön Schweine rein dort. Das war mein erster Gedanke, wo ich diese Base gesehen habe. Jo, und das hat sich dann auch gleich durchgezogen. Problem ist nur, ein bisschen verkappt hier oben. Die zwei Kanonen und der Bogenschützenturm. Und dann natürlich, ja, die Schweine reißen das Rathaus nicht durch. Ja, was machen wir? Ja, Helden und Schweine und ein Golem und ein paar Magier und ein paar Hexen. Klingt lustig, ist es auch. Ja, also ich habe mir halt schon vornherein so gedacht: Zuerst hier unten Clanburg locken. Quasi an den Bogenschützenturm. Ich meine, der ist im guten Umkreis hier. Geht man eigentlich dann ran und dann, ja, hat man den dann vielleicht sogar klar noch gekillt. Und hätte dann hier unten viele tote Gebäude für einen Lakaien. Ja, warum nicht? Kein Problem. Okay, schon mal eine ganz gute Idee. Clanburg locken. Und dann hat man hier oben in der Angriffsrichtung, wo ich halt meine Schweine hätte. Also ich habe ja die Schweine hier so seitlich. Von dem Bogenschützturm wollte ich die starten. Hätte ich ja dann hier in der Mitte diesen ganzen Freiraum mit den Gebäuden hier. Und da habe ich mir überlegt, okay, locke ich hier die Clan-Truppen mit hin und beseitige die mit den Helden, mit den Hexen und mit den paar Markern. Jo, zweites Problem. Ja, hier in der Mitte ist wirklich eine ganz gute Feuerkraft. Also habe ich mich dann im Vornherein dazu entschieden, zwei Heilzauber und zwei Wutzauber. Und zwar gleichzeitig hier in das Zentrum reinzusetzen, weil die Intention ist natürlich am Anfang, man muss absolut sicher sein, beziehungsweise der Blick muss absolut in die Richtung gehen, dass man die zwei Sterne holt sicher. Und ja, wenn das Zentrum natürlich dann frei ist, inklusive den zwei Bogenschützentürmen hier außen, die dann fallen, dann hat man natürlich eine Riesenfläche von der Base schon gecleant und wahrscheinlich den ersten Stern schon fertig. Und ungefähr genauso ist es bei mir gelaufen. Ich zeige euch das jetzt mal. Lustigerweise gibt es dann auch in dem Kampf noch ein paar lustige Details. Okay, stellen wir auf Pause. Von den Truppen her, ich habe drei Ballons zum Locken der Clanburg, drei Mauerbrecher. Das sollte eigentlich so funktionieren, dass ich die von hier oben hier ransetze und quasi hier die Ecke aufsprengen. Also hier die Ecke. Dummerweise habe ich aber nicht daran gedacht, dass der Mauerbrecher nur, ich sag's mal, wirklich eingeschlossene Gebäude die Mauern wegsprengen. Und dann sind die hier rüber gerannt. Ja, okay. Im Eifer des Gefechts kann das passieren. Hat aber dem Ganzen keinen Abbruch getan. So, genau. Drei Hexen, 32 Schweine, zwei Lakaien. Wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen aufräumen, dort wo schon tote Gebäude sind. Jo. Ein Jumpspell, zwei Wut und zwei Heil. Der eine Jump wollen wir für diese Ecke nutzen, gerade wenn dann die Helden in die Mitte sollen. Jo. Start nochmal die ganze Sache und seht selbst. So, Anfang ist gemacht. Oh, wir locken hier. Natürlich totale Scheiße, dass der Tesla dort steht und dann noch die Ballons Richtung Markierturm fliegen. Mist. Mehr Ballons hatte ich nicht mit und deshalb war die Clanburg nicht ganz locken können. Ich dachte eigentlich von der Entfernung wären drei okay.
Aber naja, Pech gehabt. Okay, jetzt alles hier hintergelockt. Wunderbar läuft. So, jetzt musste ich kurz überlegen, was mache ich jetzt? Setze ich jetzt gleich den Golem? Ja, habe mich dann dafür entschieden, weil einzelne Marker dorthin zu setzen bringt nichts. Die werden einfach nur abgeschlachtet. Also Golem hin, Hexen hin, Helden hin. Und natürlich die Marke jetzt noch ein bisschen rundherum verteilt. Dann habe ich schon mal die Power, um die Clanburg-Truppen, die ich ausgelockt habe, schon mal wegzuprügeln. Ohne Probleme. Wunderbar. Jetzt hier die besagten Mauerbrecher, die zur rechten Ecke rennen. Kleiner Fehl, aber naja. Lässt sich verkraften. Okay, hier in der Mitte werden jetzt die Bomben ausgelöst. Damit hatte ich sowieso gerechnet, dass dort oben Bomben drin sind und keine Tesla. Sondern Tesla mit hier im Zentrum stehen. Und jetzt kommen die Hogs von beiden Seiten. Ich heb mir noch ein paar Hogs auf. Gerade, dass ich dann im Zentrum vielleicht nochmal nachhelfen kann. So, die sind jetzt im Zentrum. Wunderbar. Zwei Heilzauber und dann die Wutzauber. In der Clanburg ist jetzt noch eine Valkyrie aufgetaucht und ein Ballon. Natürlich nicht so geil. Aber durch die Wutzauber sind meine Hogs natürlich jetzt so flott. Wahnsinn. Da wird alles weggeraucht. Die Inferno stehen ja quasi dort nur zur Deko. Durch die vielen Hogs. Jo. Das Rathaus ist down über 50% und richtig geil. Dann kann man sich entspannt zurücklehnen und sich das Ganze angucken. Die in Finnland werden auch wahrscheinlich verblüfft den Kopf geschüttelt haben, dass ich dort mit Hogs angreife, aber ja, jetzt wissen sie, wo der Hase hängt. So. Sehr fett. Ich beschleunige das jetzt mal. Ist eigentlich jetzt nur noch ein Cleanen der Gebäude, die jetzt noch einfach erreichbar sind. Hier in der Mitte, wo die Walküre und der Ballon dann rausgekommen sind, hätte ich die vielleicht schon mit dem ersten Locken mitbekommen, dann wären viel mehr Schweine übrig geblieben. Und mit ein bisschen Glück wäre das dann auch zu drei Sternen geworden, aber naja. Ich sag mal, ich war wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, dadurch, dass es ja auch nicht so eine Standardangriffstechnik war, sondern eher ein bisschen unkonventionell. Sich das halt passend gemacht, wie es passend oder wie man sich das halt gedacht hat. Es führen ja viele Wege nach Rom und deshalb hat es auch richtig geil geklappt. Wunderbar. So, ihr seht, der Krieg ist eigentlich quasi gewonnen. Die Gegner haben noch, ja, keine Ahnung, also die greifen ja nicht mehr so gut an. Und haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Angriffe, um, ja, einige Sterne aufzuholen. Und das Problem ist, bei uns vorne, da haben die jeweils nur einen Stern geholt und hinten ist noch viel zu clean. Also sie können maximal noch einen Stern immer pro Angriff holen. Deshalb, der Krieg ist unsere, wir haben gewonnen. Mal gucken, ob ich dann den ersten noch angehe. Der hat jetzt wirklich so eine richtig ekelhafte Base, muss man sagen. Ja, man weiß da nicht so richtig, wie man ran soll. Also diese rund gefächerten und breiten Bases mit viel großen Flächen und Auslauf ist halt immer recht schwer anzugreifen, und wenn der Gegner dann noch die Verteidigungsanlagen so platziert, dass es auch taktisch schwer ist, irgendwas wegzucleanen oder so, dann ist es natürlich nicht so einfach. Naja, mal sehen. Vielleicht greife ich den dann heute Abend noch an. Wenn es was wird, zeige ich euch das dann. Wenn nicht, dann lasse ich das mal lieber, weil da kann ja von super toll bis absolut scheiße alles rauskommen. Jo. Alles klar, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Schaltet demnächst wieder ein, und es heißt Clash with Ben. Abonniert mich. Natürlich bin ich auch immer wieder offen für irgendwelche Tipps oder Wünsche, was ich mal zeigen soll, was ich mal übertragen soll. Eventuell bestimmte Themen. Ja, irgendwelche Angriffstaktiken mal ein bisschen genauer erläutern oder sowas. Ja, kein Problem. Kommentiert einfach und ich kümmere mich dann drum. Jo. Alles klar, auf Wiedersehen und Ahoi!